Für mich ist Stuttgart eigentlich so ein bisschen wie eine Wiege. Was ganz Gemütliches, Kuscheliges, Ruhiges, wo man sich so zurückziehen kann. Ja, für mich ist es halt definitiv Heimat. Also ich bin sehr, sehr heimatverbunden. Ich habe ja eigentlich alle meine Freunde, wohl leider ganz viele nach Berlin gegangen sind. Deshalb ist Berlin so mittlerweile ein bisschen wie eine zweite Heimat geworden, liegt aber wirklich an den Menschen, nicht unbedingt an der Stadt. Und Stuttgart ist für mich ein super Platz zum Arbeiten. Also einfach, weil es so ein bisschen man hat so ein bisschen eine isolierte Rolle. Also es ist was ganz Eigenes und man hat dadurch auch vielleicht nicht so viele Außeneinflüsse und kann dadurch aber so ein bisschen mehr nach innen reflektieren und eigene Ideen schöpfen. Also man hat in Berlin, das ist immer sehr viel Input von außen und ich finde dadurch ist das alles aber auch sehr ähnlich oder sehr gleich. Und das ist gerade für uns speziell in dem, was wir tun, war es eigentlich gut, wie so eine kleine Wabe zu haben, wo man dann so ein bisschen vor sich hinholen kann. Und jetzt ist es auch okay, wenn man ein bisschen Außeneinfluss hat. Aber gerade Blutsgeschwister im Speziellen war ja schon, wir spielen ja auch sehr mit diesem Schwäbischen und mit dem Folkloristischen irgendwie. Und da, ja, wir kommen von hier und das spiegelt sich eben auch bei uns in der Mode. Ja, ist eigentlich recht unweit von hier, das ist oben die Karlsruhe. Also das ist irgendwie so, dann hat man so einen Blick über die ganze Stadt. So die Gedanken sind so ein bisschen frei. Also gerade ich laufe da dann auch manchmal hoch, wenn ich irgendwie hier einen vollen Kopf habe, dann ich gehe jetzt mal ein bisschen raus und dann setze mich da oben hin, dann ist auch ein bisschen Bewirtung. Und dann kann man dann Wurstsalat essen und eine Maultasche und so ein bisschen runterkommen. Und es ist im Sommer auch ganz arg schön, wenn man da einfach so ein bisschen rumliegen kann. Und dann mache ich das Bad Bergmann, apropos Sommer. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Ort, der sich auch so bewahrt hat noch über die vielen Jahre. Und das mache ich eigentlich auch sehr, sehr gern. Also ich glaube komplett in meinem ganzen Denken und Werden. Also ich bin eigentlich typisch schwäbisch, aber eher so was, manchmal sind es auch ein bisschen negativ behaftete Attribute, so wie fleißig sein, schaffe, schaffe Häusle bauen und so. Also ich denke, ich bin schon so ein bisschen der Prototyp. Ja, dass wir eigentlich sehr, oder ich, ja, dadurch sehr zielstrebig auch geworden bin und man hat ja halt nicht so dieses, wenn es in Köln zum Beispiel ein bisschen Party und es ist oberflächlich, also jetzt ohne dass man den Kölnern damit so nahe treten möchte. Aber in vielen anderen Städten ist es ja schon so, dass man viel vor die Tür geht und viel sich trifft und das Haus ist einem so mehr oder weniger egal, auch so sieht nach außen nicht gut aus. Und das ist hier vielleicht eher so ein bisschen bodenständiger und ich glaube, sowas hat nicht alles geprägt. Also eher dieses Down to Earth, bisschen bodenständig sein, ja, nicht zu protzen mit dem, was man auch geleistet hat, also, sondern das einfach dankbar anzunehmen und da so ein bisschen schon selber stolz zu sein mit sich, aber nicht das so nach außen zu tragen. Also so ein bisschen das andere Statement, das Schwäbische. Also sind ja alles so schwäbische Eigenschaften und die finde ich schon an mir auch eigentlich wieder. Ja, da hoffe ich, dass wir da so ein bisschen die Krusten aufbrechen können. Also, dass wir so ein bisschen das neue Stuttgart sind, indem wir eben sehr farbenfrohe Mode machen, die auch mit diesen konservativen Sachen ironisch spielt, die ja das Schwäbische auch ein bisschen auf die Schippe nimmt und es in was Sympathisches umkehrt. Also, wir zeigen eigentlich nach außen hin, wie nett auch Stuttgarter sein können und wie sympathisch und vor allem wie lustig und sehr, sehr selbstironisch. Also, ich glaube, Stuttgarter kann schon sehr über sich selber lachen auch. Und ich hoffe einfach, dass wir hier auch so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben und auch Mut gegeben haben an jüngere Leute, nicht immer gleich nach Berlin oder in andere Städte auch im Ausland zu gehen, wo man dann denkt, ja, nur da kann ich Erfolg haben oder als junger Kreativer auch mich entfalten. Wir wollten nicht sagen, es geht auch hier in Stuttgart. Also man sagt immer, das ist hier sehr schwer, weil hier viel politisch reglementiert ist und das alles nicht so ganz locker ist und wir so ein bisschen ja Polizeistaat auch sind und so. Aber ich denke trotzdem, dass wenn man genug Tüftler-Eigentum hat, ja, und also ein bisschen erfinderisch ist, dass man sich sowieso überall durchsetzt. Und für uns war der Stuttgart vielleicht schon ganz gut. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir da so diesen frischen jungen Wind ein bisschen reinbringen. Danke. Da bitte. Und viel Erfolg weiter. Ja, danke schön. Ich war sehr schön dabei. Ja, und komm, ich soll ja auch weiter anhalten.